Assalamu alaikum, Habubi, mein Bruder, mein Geschwister. Guck mal, normalerweise vor Ramadan nehme ich mir 2 Wochen Zeit und ich schreibe mir alle meine Ziele auf, was ich so spirituell so erreichen will, so Verbindung zu Allah. Aber dieses Mal, die 2 Wochen, bis ich das gemacht habe, ich habe Film geschoben. Wisst ihr warum? Corona! Iftar ohne 99 Gänge. Ohne 45 Leute auf 3 Quadratmeter. Younes? Du weißt, es ist schlimm. Warte, wie geht's weiter dann? Peinlich, Lan. Seit wann hat Ramadan was mit Überfluss und mit so einer Gönnung zu tun? Es hat auch was damit zu tun, dass man Demut praktiziert. Guck mal, safe, Corona-Dan wird für mich dieses Jahr richtig viele Vorteile bringen, aber auch mindestens 3 Herausforderungen, weil ich habe Recherche gemacht. Ich habe vorbereitet, ich habe gesehen. Wird nicht so einfach. Guck mal, 3 Sachen, ich erzähle euch jetzt. Ey, wie soll ich mit Langeweile klarkommen, ha? Wie? Guck mal, keine Schule, keine Uni, keine Arbeit, kein Kaffee, kein nix. In diesen Zeiten zu fasten plus Langeweile, oh, Digga, das ist die schlimmste Kombination. Sonst, ihr wisst, wenn man fastet, so, man hat wenigstens ein bisschen Abwechslung, mal ein bisschen Ablenkung, man kann immer irgendwie was machen. Aber jetzt einfach dieselben 4 Wände. Tamklaustrophobie, ha? Und jede Minute vergeht so, als wären es so 3 Jahre. Aber guck mal, ich dachte so, Esra, warum machst du das Leben so schwer? Als ob du die Einzige auf dieser Welt bist, die fastet und Langeweile hat. Geh doch einfach zu Google, gib einfach ein und die Leute werden dir schon sagen, wie man damit umgehen kann. Und dann, wallah, ich habe einfach eingegeben, okay? How to fight boredom on Ramadan. Natürlich, ich habe auf Englisch gemacht, weil wenn du auf Deutsch machst, es kommt einfach nichts raus. Auf Deutsch kommen einfach nur irgendwelche komischen Foren. Aber auf Englisch, oh, 20.000, 30.000 Videos, hier Seiten, da Seiten, Bilder und Erklärung. Ja, nee, ich habe eingegeben, wie bekämpft man Langeweile am Ramadan? Ich habe auf den ersten Artikel geklickt, der rauskommt, der allererste. Und das ist deren Tipp, das allererste, was da steht. Guck mal, ich lese euch einmal vor. Sahur and Fajr on the beach. The early morning hours, warte, ich mache direkt auf Deutsch. Sahur und Fajr am Strand. Genieße dein Festmahl vor der Morgendämmerung bei den Wellen und dem Sand. Abla, was ist mit dir? Was für ein Beach? Wo? Guck mal, wir haben hier einen Kanal. Stell dir mal vor, ich stehe morgens um 3 Uhr auf. Ich packe meine Sachen im Picknickkorb. Und dann, ich laufe zum Kanal. Okay, ist sowieso dunkel, einfach nur Busch und dreckig, weil mitten in der Stadt, mitten im Wedding von Berlin, okay? Rechts ein Obdachloser, links ein Obdachloser. Er sagt Salam alaikum, er sagt Walaikum Salam. Ich so, ah, okay, wollt ihr zusammen essen? So, ja. Während wir essen, die fragen sogar dann, schmeckst du irgendwas? Ich sag, nein, weil es stinkt. Das ist einfach unsere Geruchssinne von uns allen einfach weggeätzt von diesem Kanal. Mann, da schwimmen keine Vögel im Wasser, da schwimmen einfach Windeln. Was willst du? Diese Seite, okay, aber du hast ein bisschen verkackt. Ich gehe zu YouTube, ich gebe genau das Gleiche ein. Ich klicke auf das erste Video und diese Schwester, sie gibt mir 5 Tipps. Und ihr erster Tipp ist original einfach, just relax. Sie sagt mir einfach, just relax, Abla, ich bin just relax. Ich bin zu viel relax. Jeden Tag mein Bett aus Ecke guckt mich an und flüstert mir ins Ohr zu. Esra, komm. Esra, hadi gel, komm, lass uns kuscheln. Hadi gel, gezi leben. Uzaklara gidelim, Ramadan. İstersen konuşayım, Ramadan. Ich habe ja schon gesagt, so an Ramadan ist eines der schönsten Sachen, so dieses Gemeinschaftliche, wenn man es nicht übertreibt. Ich habe es übertrieben, mehrere Male. Zu Zeiten habe ich die Hälfte der muslimischen Bevölkerung von dieser Welt gesehen. Aber im Maß ist es wirklich schön. Deswegen freue ich mich, dass ich beauftragt wurde von Mond Regierung und Robert-Koch-Institut, darauf zu achten, dass meine Eltern nicht rausgehen, weil sie sind Dings, ihr wisst, Kernzielgruppe, wie nennt man das? Risikogruppe! Letztens, da war noch kein Kontaktverbot, okay? Veranstaltung war noch nicht abgesagt. Ich sehe nur, Baba geht zur Tür und zieht so seine Jacke an. Op, 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 hallo? Wohin deswegen? Ist Baba? Bisschen Kaffee trinken mit Freunden, ja. Ist ein Witz, oder? Heute Abend verlässt keiner dieses Haus. Ach, warum? Wie warum? Dann lad doch gleich Corona mit in eure Runde ein. Könnt ihr zusammen Check-in-Deck essen und Chai trinken? Aman, Kızım, Dilara lässt aber auch ihren Vater. Baba, sehe ich irgendwie aus wie Dilara? Du bist der Vater von Esra Karakaya und du bleibst heute zu Hause. Kızım, du bist süß. Guck mal, aber ich merke, das, was ich sage, zieht nicht bei Baba, deswegen ich mache emotionale Erpressung. Ihr wisst, andere Taktik. Ich gucke einfach aufs Fenster und mache den hier. Das habe ich als Tochter nur falsch gemacht. Ich habe versagt, dass der Vater nicht seine eigene Tochter traut.
Ich drehe mich um. Er war einfach weg. Einfach nur traurig. Aber guck mal, jetzt bin ich alleine und ich denke mir, egal, scheiß drauf, Esra, mach einfach dein Tarawih-Gebet. Aber das Problem ist, bei jedem anderen Gebet würde ich sagen, okay, ist kein Problem, Pflichtgebet, man macht alleine. Aber bei Jumanamas, also bei Freitagsgebet und bei Tarawih-Gebet, du musst in Gemeinschaft machen, sonst ist einfach kein Vibe. Aber ihr wisst, meine Arme ist gerade nicht. Nimm einfach deinen Gebetsteppich, lege so auf den Boden, aber direkt an Wand entlang. Dann nimm einen Schrank, zieh ran und mach die Augen zu. Yeah. Fühlt sich an, als wäre deine Oma links und rechts von dir, wa? Abo! Eines der schönsten Sachen an Ramadan ist eigentlich normalerweise, wenn man eingeladen wird zu Iftar. Ihr wisst doch, so, man ist richtig müde, aber man kommt dann bei Besuch an, so Augenringe, Mundgeruch, im gecrackt und so, du wisst so, Dings. Einfach so Staub, so Sand kommt. Aber ihr wisst dann so, okay, gleich ist Iftar, gleich wird Fasten gebrochen. Ein Tag Gottesdienst, wir haben vollbracht, man ist richtig stolz auf sich. Aber dieses Mal, Corona dann, joch, joch, wo Besuch, wo eingeladen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ich kann nicht kochen. Guck mal, wenn man in Berlin lebt, an Ramadan, safe, du kriegst jeden Abend mindestens 20 Einladungen. Hier Fasten brechen, da Fasten brechen. Manchmal gehst du sogar zu zwei Orten an. Gemacht, manchmal ja, nehme ich einfach zwei Einladungen gleichzeitig an. Man geht hier Dings, Fasten brechen und da geht man dann Kaffee trinken. Jani, ist meine Schuld, dass ich nicht kochen kann? Wann soll ich denn lernen, bitte zu kochen, wenn alle mich immer einladen? Hä? An den anderen 11 Monaten vielleicht. Deine Schnauze. Aber yalla, was muss, das muss, das heißt erstmal einkaufen. Zu Zeiten von Corona eine Möglichkeit zu bekommen, rauszukommen, aus dem Haus zu kommen, ist einfach wie das krasseste Abenteuer. Dann rest mein Adrenalin, es mein pulsiert, mein Hals pulsiert. Mittlerweile ist ein Hobby geworden. Ich gehe zur Drogerie, ich mache so Handshake mit dem Türsteher, wir sind so cool, du weißt doch. Aber wir machen so. Wir machen so krasse Gangzeichen, du weißt doch. Gang, wir sind eine Drogerie-Gang. Wir fangen dann so an, Streit zwischen unterschiedlichen Drogerieläden. Ihr Hunde. Wie, ihr habt Toilettenpapier? Wir gehen so rüber, wir gehen... Mom. Aber danach, wir müssen Hände waschen, ihr wisst. Schwesterzeiten ändern sich halt. Früher war Café und heute ist Supermarkt. Every day, all day. Ist Highlight des Tages geworden. Tamam, ich schweife ab. Okay, ich gehe los einkaufen, aber ey, ist nicht mehr so wie früher. Man sagt, ich gehe mal kurz um die Ecke Tomaten kaufen. Habibi, du musst mindestens eine halbe Stunde einplanen, damit du dir eine Tomate kaufen willst. Weil vor jedem Supermarkt und vor jeder Drogerie gibt es einfach eine Schlange wie beim Club. Vorne ist eine Tür, steht. Er winkt so rein. Die Leute, die fertig eingekauft haben, gehen raus, die nächsten kommen rein. Aber ganz ehrlich, ich muss ehrlich sein, für mich ist es egal. Ich freue mich übertrieben, es ist wie ein Segen. Ich darf draußen sein, so ein bisschen Sonne oder egal, Wolke geht auch. Regen geht auch, dann ist egal, an Corona dann, man freut sich über alles. Habubis, guck mal, es sind wirklich außerordentliche Zeiten für diejenigen, inklusive mir, die heulen, weil sie jetzt ihren Geburtstag nicht mehr in der Runde feiern können. Halt dein Schnauze, das sind wirklich die schlimmsten. Warum lachst du, Mann? Ja, nee, halt dein Schnauze, leg mal deine erste Weltprobleme einfach zur Seite. Dieses bisschen Verzicht und Geduld ist einfach sowas wie Ramadan Premium Abo, okay? Und für diejenigen von euch, die wegen Corona gerade finanzielle Schwierigkeiten haben, wie zum Beispiel irgendwie in Kurzarbeit gehen mussten oder auch gesundheitliche Schwierigkeiten haben, möge Allah euch Erleichterung geben, möge euch Allah segnen mit Geduld und mögen wir gemeinsam füreinander Dua machen und hoffentlich trotzdem einen gesegneten Monat Ramadan verbringen. Ich küsse euch, Habibis. Wir stehen das durch. Wadatet der Liebe zu euch und hoffentlich auch ein bisschen zurück. Machen wir wieder Kommentare. Habibis, lasst uns ein Abo da und ihr wisst ganz genau, Glocke nicht vergessen anzumachen. Hier kommt ihr zu meinen letzten Videos der Zen-Welt und hier Mighty von MyLab macht krasse Videos, geht rüber. Ist auf jeden Fall Girl Crush.